darf jetzt den zweiten Gastgeber der Kommunalen Sommergespräche, Bernd Fislager, zu mir auf die Bühne bitten. Auch Ihnen einen schönen guten Morgen. Recht herzlich willkommen. Herr Fislager, die Kommunalkredit sitzt zwar in Wien, schönen guten Morgen, sitzt in Wien in der Türkenstraße, ist in ganz Europa tätig. Ihre Einschätzung, wenn Sie so in die Regionen blicken und in die Produkte und Projekte, fehlt ein bisschen der Mut in den Regionen, würden Sie das sagen? Naja, wir sammeln ja Ideen und wir haben ja gerade die erste Investitionsidee aufgenommen. Sie wissen, es ist heute meine Premiere, wir stehen nächstes Jahr hier und haben den See finanziert. Gut, ja. Das heißt, Herr Riedel, ich fordere Sie, dass wir liefern und wir nächstes Jahr hier stehen und sagen, wir haben was umgesetzt. Mut zum Handeln steht am Anfang, die Kommunalkredit am Ende. Ist ein wenig abgewandelt, eigentlich ist es das Glück am Ende, frei nach Demokrit, damals haben schon die alten Griechen gewusst. Heute ist meine Premiere, insofern bin ich Ihnen dankbar, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Und wenn der Alfred Riedel oder ich vor einem Jahr uns ausgetauscht hätten, dass ich heute hier in Lederhosen stehe, dann würde ich sagen, sehr, sehr unwahrscheinlich und hätte ein breites Grinsen auf dem Kopf gehabt. Ich stehe hier, wenn auch ohne Lederhosen, sehen Sie es mir nach. Sie hören, dass ich kein Österreicher bin. Nichtsdestotrotz genieße ich die Zeit in Österreich. Und ich glaube, die spannende Thematik in Österreich letztendlich, dass Sie sehr viel bewegen können aus Österreich heraus in Europa. Österreich ist vielleicht klein, aber auf europäischem Kontext hat Österreich genauso viele Stimmen wie, was wir gestern gehört haben, das große Deutschland. Insofern freue ich mich, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Und insofern glaube ich auch ein wichtiger Impuls. Politik beginnt von unten. Politik beginnt bei den Bürgern, Politik geht weiter mit den Bürgermeistern und dann, Frau Boslav, geht hoch in die hohe Politik. Insofern glaube ich, liegt es an uns, Mut am Anfang des Handelns stehen zu lassen und dann tatsächlich nicht nur die Kommunalkredit am Ende zu sehen, sondern auch Glück zu haben, richtige Entscheidungen zu treffen. Ich möchte mich heute mit einem Spannungsbogen auseinandersetzen, der sehr, sehr breit ist und kein spezifisches Thema hat und eigentlich den roten Faden These, Antithese. Was muss eigentlich gemacht werden von den Gesellschaftsschichten im professionellen Bereich, die wir reflektieren? Vor dem Hintergrund freue ich mich über die leichte Änderung unseres Formates, so viel letztendlich auch internationale Gäste hier zu haben, neben den nationalen Gästen, weil ich mir verspreche und spätestens heute Abend auf der Blaheim bei dem einen oder anderen grünen Weltliner tatsächlich Ideen auszutauschen und Ideen zu schmieden, dass wir nächstes Jahr nicht nur mit der Idee des Alfred Riedels, die ich hier aufnehmen möchte, für Solar auf Wasser, sondern 10 weitere Ideen haben, die wir dieses Jahr formulieren können zum Abschluss, wenn Herr Knapp zusammenfassen wird. Wir sind nicht nur international, wir leben auch in einer globalisierten Welt. Wir erleben Veränderungen schnell, viele Veränderungen bringen auch Disruption mit. Wir haben gestern von Herrn Fratscher die 3 Ps gehört, die ich nicht so gut hätte formulieren können, von Populismus über Protektionismus zu letztendlich Paralyse. China steht kurz davor, Europa in den Ausgaben für Forschung und Entwicklung zu überholen. In 10 Jahren wird China die USA überholt haben. Der Konflikt zwischen Trump und China ist aus meiner Sicht nichts anderes als ein Konflikt um Protektionismus. Nichtsdestotrotz dominiert er im Moment die Weltwirtschaft und das politische Tagesgeschehen. Und wo ist Europa? Europa, sollten wir uns vor Augen führen, hat knapp 550 Millionen Einwohner. Die USA hat nur 370 Millionen. Europa hat ein Bruttoinlandsprodukt von 19.000 Milliarden, vergleichbar zu den USA. Das heißt, wenn wir in Europa letztendlich zusammenarbeiten, haben wir Gewicht. Wir schaffen es nur nicht, das Gewicht auf die Waage zu bringen. Warum tut sich Europa so schwer? Warum verliert Europa technologische Leadership? Warum schränken wir unsere eigene Wettbewerbsfähigkeit ein? Und auch da habe ich mich wieder eines Zitates eines berühmten Denkers bedient, Hermann Hesse, der schon sagte, man muss das Unmögliche versuchen, um das Mögliche zu erreichen. Und nehme auch da den Ansatz von Alfred Riedel auf. Wir müssen manchmal einfach Dinge anders machen. Und wir können nicht darin verharren, weil wir sagen, wir sind ein Volk von Dichtern und Denkern. Und als Dichter und Denker philosophieren wir und wir kriegen keine PS auf die Straße. Und ob das das Thema öffentlicher Nahverkehr ist, ob das die Themen, wir hatten es gestern gehört, Digitalisierung ist, oder letztendlich auch Zukunftstechnologien wie künstliche Intelligenz und Ähnliches.
die er in gewissen Ansätzen jeder schon von uns im täglichen Leben erlebt, wenn er sein Smartphone nimmt und je nachdem, wie seine Schreibweise ist, immer wieder automatisch Wortvorschläge bekommt, ist das Wort direkt das nächste, was in die Satzkette reinpasst. Und das hat schon Goethe gewusst vor 250 Jahren. Es ist nicht genug zu wissen, man muss auch anwenden. Es ist nicht genug zu wollen, man muss auch handeln. Und ich glaube, das ist ein Zitat von Goethe, wir müssen einfach mal machen. Unser heutiges Thema ist die Infrastruktur und ich möchte einen etwas größeren Blick auf die Welt werfen, was denn so die Anforderungen von Infrastruktur sind. Heute sind wir 4 Milliarden Menschen auf der Welt. Entschuldigen Sie, vor 50 Jahren waren wir 4 Milliarden. Heute das Doppelte. In weiteren 50 Jahren sind wir 11 Milliarden Menschen. Die Infrastruktur hat dazu beigetragen, dass wir so viele Menschen auf der Welt sind. Wir machen Fortschritte in der medizinischen Versorgung. Wir haben sauberes Wasser, genug Essen. Wir haben eine gute Ernährung. Wir finden sichere Arbeitsbedingungen vor. Wir haben materiellen Wohlstand, gerade in dieser Gesellschaft erwirtschaftet und wollen nichtsdestotrotz von der Dekadenz des Nichthandelns nicht erdrückt werden. In Entwicklungsländern und Schwellenländern werden weiter viele Kinder geboren. Bis 2050 haben wir doppelt so viele Mütter wie heute. Und wir stellen uns vor, wie die Bevölkerung sich entwickelt, wenn dort Kinder mit sauberem Wasser, hoffentlich mit Antibiotika, mit Impfstoffen und Ähnlichem versorgt werden. Bei uns werden immer weniger Kinder geboren. Wir haben immer mehr ältere Menschen. Gewohnheiten und Lebensmodelle ändern sich bei uns komplett. Wir brauchen, wir haben es gestern gehört, Angebote für die Kinderbetreuung. Wir brauchen Angebote für Singles im urbanen Raum, weil man nicht mehr in einer Großfamilie oder oft noch nicht mehr als Paar zusammenlebt. Wir brauchen mehr Angebote für ältere Bevölkerungsschichten. Und ich rede nicht nur von barrierefreien Wohnungen oder Pflegeheimen, sondern von all dem, was in der Wertschöpfungskette damit zusammenhängt. Man könnte also sozusagen, und das zu meinem Versprecher gestern Abend, der wahrscheinlich vielen aufgefallen ist, das Herz einer jeden Gesellschaft ist die Infrastruktur. Infrastruktur verändert uns als Gesellschaft. Aber mit uns, wie wir uns als Gesellschaft verändern, muss sich Infrastruktur verändern. Sie könnten auch ketzerisch sagen, Infrastruktur ist darwinistisch. In Großstädten, in urbanen Räumen werden Wohnungen aus dem Boden gestampft, weil es an Wohnungen fehlt. Bedeutet das im Umkehrschluss, dass Regionen, Gemeinden, wenn sie nicht gerade im Speckgürtel sind, von Abwanderung leiden? Wie finden wir das, wenn wir einen mangelnden Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs haben, Herr Riedel, Sie haben es gerade angesprochen, dass wir unsere Kinder 3 Stunden auf Heim- und Rückweg zu den Schulen schicken? Wenn wir funktechnisch in einer Welt hängen, wo wir abgeschnitten sind, weil meine Ortschaft vom Breitband ausgespart wurde. Auch da haben wir sehr aktive Diskussionen gehabt, wie gehen wir in Niederösterreich mit der Nögig ran und wie kann ein Vorschlag so elastisch sein, auch kleine Gemeinden einzubeziehen. Wie finden wir das, wenn mittelständische und kleinständische Unternehmen zusperren, weil sie keine Fachkräfte bekommen, weil nämlich Fachkräfte in den urbanen Raum abgewandert sind? Oder wenn wir einen Kleinlaster benötigen, weil der nächste Nahversorger 3 Berge weiter entfernt ist, dann haben wir eine Lücke, die wir zu schließen haben. Wir haben natürlich eine Alternative. Wir können die Region aufgeben. Das war jetzt ein Witz, der vielleicht schwer von einem Deutschen zu verstehen ist. Das ist keine Option. Und ich glaube, das sollte auch ein Thema für uns sein, wenn wir über Infrastruktur reden, die Kette zu denken. Nicht nur die Autobahn, nicht nur der Flughafen, auch den öffentlichen Nahverkehr, auch die Grundversorgung, letztendlich Menschen wieder im Rahmen, ich habe es gestern gesagt, Globalisierung, Regionalisierung in die Region zurückzuführen. Gleichzeitig nehmen wir das Thema Blockchain. Jeder hat schon davon gehört. Im Grunde, um in wenigen Worten, es handelt sich nur um eine unveränderbare Datenkette, weshalb sie so sicher sind. Viele Akteure können sie gemeinsam nutzen, völlig egal, ob Mensch oder Maschine, egal wo, egal wann. Die Blockchain besteht aus unendlich vielen Daten, kann aber letztendlich nur angewandt werden, wenn wir eine schnelle Internetleitung haben. Und auch das ist ein Thema des Breitbands. Ich kann über Blockchain reden, Blockchain wollen, habe ich die Grundinfrastruktur nicht, kann ich auf gut Deutsch würde ich sagen, mir die Blockchain ins Haar schmieren. Und es wird relativ wenig passieren. Sie haben also auch da ein Thema der breiten Definition der Infrastruktur. Bezeichnen Sie Breitband als die Autobahn der Daten.
Insofern glaube ich, wir müssen unsere Vorstellung von Infrastruktur erweitern. Nehmen wir einen weiteren Blick auf die Infrastruktur. Heutzutage können wir uns mit Schwerionentherapie, Protonentherapie und vielen anderen innovativen Methoden gegen Tumore halten, ohne unser gesundes Gewebe zu zerstören, wie bei der Chemo oder ähnlichen Therapien. Ärzte erzielen erhebliche Folgen. Stirbt der Patient dennoch, weil es einen Krankenhauskeim gab, dann ist nichts gewonnen. Das heißt, Infrastruktur aus meiner Betrachtung ist nicht nur in die Innovation, wo wir Leadership zeigen sollten, First Mover sein sollten, Ideen exportieren, sondern genauso gut auch Investition in den Erhalt. Und je mehr Menschen, ich sprach vorher darüber, auf dieser Welt leben, desto mehr wird Infrastruktur zerstören, weil wir mehr Ausstoße von Kohlendioxid haben. Wetterextreme nehmen zu und zerstören bereits heute 50% der Infrastruktur. Ganz andere Themen, worüber wir nicht nachdenken, leiden. Wir hatten es letztes Jahr groß in den Gazetten, dass der Rhein immer weniger Wasser geführt hat in den Sommermonaten und BASF die Produktion nicht aufrechterhalten konnte, weil nicht Güter geliefert wurden. Und das wird in der Donau nicht anders sein. Auch darüber haben wir neulich gesprochen. Und natürlich haben wir letztendlich die Treibhauseffekte, ob das Energie, Industrie, Verkehr, Landwirtschaft, Gebäude sind. Fakt ist, auch da müssen wir Emissionen erhöhen. Und auch da nehme ich wieder die Idee vom Alfred Riedel auf. Wenn wir Solar auf Wässern brauchen, ich habe eine Lücke von 4. Die Lücke von 4 kann ich schließen, entweder über die Zeitachse oder ich brauche keine CO2-Steuer. Ich kann auch mit CO2-Zertifikaten in der Schweiz handeln und jemand anderes, der mehr CO2 emittiert, meine geringe CO2-Belastung, wo ich für saubere Energie sorge, verkaufen zu einem Ausgleich. Das heißt, ich glaube, wir müssen nachdenken über Ideen, über wirksame Ansätze und letztendlich am Ende aller Tage auch bezahlbare Technologien. Im Bereich CO2 läuft die Diskussion seit langem über zwei Themen. Das eine ist Kohlendioxidspeicherung, sehr kontrovers. Idee total simpel, Sie nehmen Kohlendioxid, schalten das ab, bringen das in die Gas- und Ölschichten rein, wo Sie es raus hervorgehoben haben. Gefährlich logischerweise wegen der Explosionsgefahr, die damit verbunden ist. Die andere Idee, in der Industrie aufgenommen, ist letztendlich die CO2-Utilization-Methode, sprich über chemische Membrantechnologien CO2 abzuscheiden, umzuwandeln in andere Rohstoffe und diese Rohstoffe nach der chemischen Prozedur wieder zu nutzen. Eine weitere Technologie, die gerade in Österreich viel diskutiert wird, CO2 runterzubringen, ist die Wasserstofftechnologie. Kurz vor dem Durchbruch, auch ohne staatliche Förderung in manchen Ländern mittlerweile, in der Industrie etabliert. In Europa wird die Brennstoffzelle mehr als kontrovers diskutiert und ist vom Massenmarkt weit entfernt. Warum? Wir können sie nicht distribuieren, mit sicherlicher ein Grund. Warum können wir sie nicht distribuieren? Normalerweise völlig leicht. Wir haben fossile Energieträger distribuiert über Tankstellen. Warum soll ich über Tankstellen nicht auch Wasserstoff distribuieren können? Auch hier in Österreich gibt es die Diskussion und ich freue mich, dass wir nachher in einer lebhaften Diskussion den Herrn Anzengruber von der Verbund begrüßen können, der sich sehr engagiert in dem Projekt H2 Future, wo grüner Wasserstoff mit Hilfe einer Proton-Exchange-Membrane-Technologie produziert werden und dann der Einsatz des Wasserstoffs als Industriegas bzw. am Energiemarkt getestet werden soll. Kernakteure aus Österreich, Voestalpine, Verbund, Siemens, Austrian Power Grid und mehr. Etwas, wo wir, wenn wir drüber nachdenken, letztendlich auch wieder Ideen, Industrie, Produktion, Entwicklung zurück in die Region bringen können und wie wir gestern bei Professor Fatscher gehört haben, Region interessant gestalten können und letztendlich anziehen können, statt dass die Region regelmäßig in die Stadt abwandert. Zeit spielt eine Rolle. Es braucht mit Sicherheit Jahre, bis Technologien ausgereift sind und in den Normalbetrieb gehen können. Nichtsdestotrotz kann Zeit für uns keine Entschuldigung zu sein, nichts zu tun, wenn wir die hohe Lebensqualität unserer Gesellschaft aufrechterhalten wollen und gleichzeitig Klimatechnologie erleben wollen. Und wir haben genug verpasst. Wir haben gestern über Manipulation von Gengut gesprochen in der Lebensmittelindustrie.
Wir haben die, wenn wir über IT-Technologie reden, redet jeder über Silicon Valley. Keiner hat darüber nachgedacht, dass Herr Sutsche derjenige gewesen ist, der mal den Computer erfunden hat. Schwebetechnologie, wir haben Kollegen von der Max Bögel hier. Eine der größten Niederlagen meines Erachtens in Deutschland, dass man die Schwebetechnologie in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts entwickelt hat und hat sterben lassen. Nanotechnologie kommt aus Europa. Auch da verlieren wir unsere Führerschaft. Aktuelle Diskussion ist, und da freue ich mich gleich auf den Carlo Ratti, als jemand, der es durchaus kontrovers sieht, den Hyperloop. Letztendlich Hyperloop als Rohrpost für die schnelle Beförderung. Sie nehmen ein Vakuumkissen und kommen in Minuten von einer Seite zur anderen. Wir diskutieren es als Rohrpost für Menschen. Ich kann es genauso gut nehmen als Rohrpost für Pakete, als Rohrpost für Güter. Es wird tatsächlich zurzeit in Hamburg, Finkenwerder im Hafen getestet, wie ich mit Hyperloop Container aus engen, platzengen Räumen raustransportieren kann in das Land, um letztendlich in dem Hinterland einen wesentlich größeren Umschlag zu bringen. In Österreich, meines Erachtens völlig leicht machbar für die Region Wien zu Bratislava, wo auch der ländliche Raum in dem Korridor profitieren könnte. Sie sehen an den Beispielen, es gibt Wechselwirkungen. Bestehende Infrastruktur kann Technologien ermöglichen, Wasserstoff über die Kraftstofftankstelle. Und technologischer Wandel braucht neue Infrastruktur, Datentransport. Meine Erkenntnis dafür, die Welt ist im Wandel, alles hängt dann doch irgendwie zusammen und bedingt sich gegenseitig, die Infrastruktur, Entwicklung der Bevölkerung, Klima und Technologie. Schauen wir auf Europa. Wie schaffen wir hier in Europa letztendlich die Lücke zu schließen? Wie können Sie, ich hatte eben gesagt, Politik beginnt von unten, beim Bürgermeister beginnt, aufsteigend in die Landes- und Bundespolitik, bei den Privaten und letztendlich auch in der Finanzierungsindustrie mit innovativen Ansätzen letztendlich unter dem Strich kostengünstig entwickeln. Und ich freue mich über die Solardiskussion. Wir haben sie als Kommunalkredit mit einem der großen Immobilienbetreiber in Österreich, der öffentlichkeitsnah ist, wo wir sagen, Mission 2030 muss kein Lippenbekenntnis sein. Es gibt Mittel und Wege, Mission 2030 sehr schnell in Österreich voranzubringen, wenn wir aus der Kleinstaaterei rauskommen oder wenn wir rauskommen, ich habe mein kleines Partikularinteresse, ich will meine 20 Megawatt letztendlich verteidigen, die ich entwickeln könnte, aber ich habe keinen Sense of Urgency, ich kann in 3 Jahren soweit sein. Etwas anderes, wo ich mich freue, Sie werden nachher den Herrn Rosso erleben von der Meridiam, ich weiß nicht, ob er darüber sprechen wird, Hafen von Calais. Der Hafen von Calais war eine industrielle Brachstätte. Über einen Sustainable Development Prozess haben die beiden Gesellschaften, Stadt und Investor, Investor in der Minority, letztendlich diese Brachfläche neu entwickelt, revitalisiert, neue Arbeitsplätze geschaffen und eine Attraktivität in Calais hereingeholt, eine kleine französische Stadt oben im Nordwesten, die da niederlag. Das heißt, ich glaube, was wir brauchen, ist Ideen aus dem Ausland, innovative Projekte und dann letztendlich eine Herangehensweise, wo wir auch einfach mal machen. Und da ist meines Erachtens alle drei gefordert, Politik, Unternehmen, Finanzwirtschaft. Die Industrie muss den Mut haben, etwas zu machen, ohne gleich nach Subventionen zu schreien. Die Politik muss den Mut haben, Entscheidungen zu treffen, die über die nächste Wahl hinausschauen. Und die Finanzwirtschaft muss den Mut haben, unternehmerisch zu unterstützen. Ansonsten trifft für meine Industrie das zu, was Bill Gates schon vor einigen Jahren gesagt hat. Banking brauchen wir, Banken sind überflüssig. Und ich hoffe, dass dem nicht so sein wird, weil ansonsten werde ich in Zukunft nicht weiter hier stehen dürfen, um mit Ihnen reden zu können. Insofern glaube ich, wenn Sie den Investor darauf nehmen, dass er Geld gibt und investiert, Sie nehmen eine öffentliche Hand als Regulator. Sie gibt den Sicherheitsfaktor, sie gibt die Rahmenbedingungen, dann kann die öffentliche Hand, und ich sehe den Herrn Minetzki im Publikum breit grinsen, letztendlich auch als Inkubator in einem Implementierungsprozess arbeiten. Und ich werde sofort schildern, was das ist. Als Kommunalkredit stehe ich dafür, steht unser Haus dafür, steht unser Eigentümer dafür, den ich jetzt nicht sehe, der aber irgendwo hier im Raum sitzen dürfte, dafür, Ideen aufzunehmen, zu agieren, zu denken und dann letztendlich auch sehr schnell Kapital zu ermöglichen.
Wenn ich Herrn Minetsky angesprochen habe, hat sich für mich aus internationaler Brille eine Zufallsbetrachtung ergeben, die zeitlich auch noch korreliert war. Und ich würde eine Wette darauf eingehen, Herr Minetsky, nicht wie gestern die Wette mit dem Schaf und dem Hund, dass ich diese Wette gewinnen könnte. Es hat eine Gesellschaft in Holland gegeben, wo der holländische Staat gesagt hat, ich will Ladestationen entwickeln, ich will Electrical Vehicle Charging haben und ich will ein Modell exportieren. Der Staat ist hingegangen, hat privatwirtschaftlich organisiert, mit eigenem Kapital diese Gesellschaft aufgesetzt, hat 8000 Ladestationen gebaut, hat Fast Charger entwickelt und ist dann hingegangen und gesagt, jetzt bin ich eigentlich an dem Punkt, wo ich selber nicht weiter mein eigenes Geld, Steuergeld binden will, wo ich eine Katalysatorfunktion erreicht habe und jetzt die Katalysatorfunktion monetarisieren will. Sie sind hingegangen, haben die Gesellschaft ausgeschrieben zur Privatisierung und haben Unternehmen aus dem Mineralölbereich als auch aus dem Autobereich ausgeschlossen zu partizipieren, weil sie die Gesellschaft frei von Interessenskonflikten haben wollten und mit einer technischen Plattform haben wollten, die offen ist für alle Seiten. Durch den Investor ist mittlerweile diese Gesellschaft ein Jahr später von einer reinen Hardware-Gesellschaft erweitert worden in eine Dienstleistungsgesellschaft. Also nicht nur Strom zu liefern, sondern auch Dienstleistungen, um den Strom drumherum aufzubauen. Und dadurch sind in der Fläche, es handelt sich nicht um eine Gesellschaft aus Amsterdam oder Rotterdam, sondern wirklich aus der Fläche Ideen entstanden, die Arbeitsplätze gesichert haben, die Technologie an den Standort gebracht haben und weitere Arbeitsplätze dann nachgezogen haben. Als Bank haben wir beigetragen letztendlich, und ich bin von vielen Scheel angeschaut worden, am Anfang, wollen wir das wirklich machen, trauen wir uns. Als Bank sind wir hingegangen und gesagt, wir werden 50% dieser ersten Wachstumsfinanzierung finanzieren, haben strukturiert und dann weiter Geld mobilisiert aus der Pensionsversicherungswelt. Das heißt, wir haben einen Kreislauf geschaffen im Rahmen dessen, dass Sie sagen können, die Länder sind im Zinsparadies, der Sparer ist in der Zinshölle, aus der Zinshölle auszubrechen und tatsächlich auch für die Altersvorsorge Geld zu schaffen. Nögig, für mich ein relativ ähnliches Beispiel. Die öffentliche Hand ist hingegangen, gesagt, ich will den Breitband haben, ich will ihn flächendeckend haben, ich werde selber erstmal finanzieren. Ich will nicht sagen, Jugend forscht, aber es gab einen Forschungscharakter dabei, wie wir das machen wollen. Vor dem Hintergrund, dass wir direkt gesagt haben, wir nehmen die Privatwirtschaft mit rein und schauen, was die Privatwirtschaft braucht, sodass ich nicht auf eine reine Staatsdisziplin abstelle und gleichzeitig die Privatwirtschaft Geld verlieren lassen kann, wenn sie ihrer Funktion als roter Faden des Querschnitts durch eine Finanzierung nicht kostenkontrolliert, dann wird auch sie Geld verlieren, obwohl ich als Staat, also ich, Herr Minetsky, Frau Boslav, im Eigentum stehe. Und hat damit im Grunde genommen eigentlich die Basis geschaffen, durch diesen Lernprozess sagen, wir können eigentlich mehr, ohne das Geld des Staates weiter zu investieren, und unsere freien Gelder auf andere Ausgaben zu reallokieren. Man ist nämlich hingegangen und gesagt, ich gebe den Rahmen als Regulator, nachdem ich Inkubator war, und schreibe die Gesellschaft aus, so dass wir selber 25% Minderheitsrechte halten, damit Kontrollrechte und gleichzeitig Kapital woanders heranführen, letztendlich auszurollen, in einen Ideenwettbewerb gehen, wie wir das machen, und damit letztendlich Steuermittel schonend als Inkubator einen großen Erfolg hinkriegen. Die spannende Frage in der Transformation wird sein, schafft es Niederösterreich, schafft es Nögig, nicht nur Breitband auszurollen, sondern letztendlich dadurch auch Industrie anzusiedeln, sei das im kleinen oder im mittelständischen Bereich, um damit wieder Dynamik letztendlich auch in die Region reinzugehen und nicht einen Entzug, sondern einen Zuzug ermöglichen. Insofern mein Kompliment für eine pionierhafte Herangehensweise. Und auch mein Kompliment an Frau Micke-Leitner, die morgen kommt, als Pionierin hier im ersten Weg mitgegangen zu sein gegen Widerstände, Einflüsterung und Ähnlichem. Insofern glaube ich, dass es an uns, die wir hier sitzen, wir haben gestern Herrn Fratscher gehört, nicht die nächsten 3 Jahre machen Sorgen, eigentlich was passiert in 10 Jahren. Wir stehen, wenn ich hier rumschaue, mir den Altersdurchschnitt anschaue, eigentlich im Saft unserer Lebenskurve. Liegt es an uns, letztendlich in den nächsten 10 Jahren so viel auf den Weg zu bringen, dass wir mitgestalten können für die nächste Generation und den Grundstein des Wohlstandes nicht nur selber genießen, sondern erhalten. Und da bin ich natürlich bei einem Segment, was mir entgegenkommt, ich gestalte lieber selbst,
anstatt von jemand Dritten gestaltet zu werden. Insofern begrüße ich als roten Faden in dem Bogenschlag, den ich versucht habe zu zeigen, in den nächsten anderthalb Tagen die Diskussion, Einblick in wirtschaftliche Engpässe, in politische, in wissenschaftliche Meinung zu dem so wichtigen Thema. Und ich hoffe, dass wir als Gastgeber, der liebe Alfred Riedel und ich, letztendlich eine Vielzahl von Ideen der Experten nicht nur zusammenbringen konnten, sondern mitnehmen können für weitere Ideen. Ich möchte heute Abend hier, und da nehme ich wahrscheinlich eine Frage vorweg, rausgehen. Es gibt 10 Ideen. Die setzen wir um. Und wenn wir uns im nächsten Jahr wiedersehen sollten, tatsächlich sagen, das ist realisiert worden. Wir haben nicht nur gesprochen, wir haben nicht nur gewollt, sondern wie Goethe sagte, wir haben auch gewandelt. Insofern freue ich mich, dass wir Carlo Ratti überzeugen konnten, den ich auf einer bemerkenswerten Reise vor ungefähr 2 Jahren zu dem Real-Time Village auf einer Diskussion bei einem Investor in Paris erlebt habe und gesagt habe, auch das ist eine sehr interessante Perspektive, nicht nur für die Stadt, sondern letztendlich für die Interaktion zwischen Stadt, Gemeinde, Dorf und Land. Insofern glaube ich, es geht um viel für uns alle. Ich glaube, wir müssen uns trauen, einfach mal zu machen, statt immer nur zu diskutieren. Ich sehe die Kollegen von Bürger breit lächelnd. Und sie gehört natürlich eine fantastische Idee. Sie sagt, lasst uns umsetzen und lasst uns revolutionieren und Dinge zu machen. Wer sich heute im Laufe des Tages nicht traut, wir sind heute oben auf der Alm. Manchmal geht ja das Wort leicht runter bei einem grünen Weltliner oder bei einem Glas Bier. Insofern nehmen Sie den Faden auf. Danke für Ihre Aufmerksamkeit, gute Gespräche und hoffentlich viele Ideen, die wir gemeinsam realisieren können. Danke. Danke vielmals. Bleiben Sie noch eine Sekunde bei uns, weil wir über das ja gesprochen haben. Also das ist wirklich ein Ziel dieses Jahr bei den kommunalen Sommergesprächen, dass wir haben ja schon ein erstes Projekt als Steilvorlage bekommen. Also das, was Ihnen im Kopf rumschwebt, man sagt, darüber sollte man mal reden, das würde ich ganz gerne mal besprechen. Heute Abend ist die Möglichkeit, dass wir es tatsächlich besprechen. Absolut. Und wir haben, darauf freue ich mich nachher, unseren Eigentümer, der ja nicht umsonst den Namen Interitus heißt, hat frei übersetzt der Unerschrockene. Und so tritt er durchaus auch auf und agiert so, wenn der zweiten Idee kommen wird. Und ich würde mich freuen, wenn wir es nicht nur bei der Idee des Präsidenten Riedel und bei der Idee meines Eigentümers belassen, sondern wenn wir weit mehr Ideen bekommen und sagen, da gelingt uns ein Wurf. Gut, also das heißt, wenn Sie nach dem Unerschrockenen noch eine Idee haben, freuen wir uns. Heute Abend können Sie sie sehr, sehr gerne präsentieren. Ich danke Ihnen ganz herzlich.